Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen, die wieder reingesappt haben. Es freut mich sehr, dass ihr am Start seid. Wir gehen weiter in die, es hört sich so fies an, finde ich, wenn man sagt, in die Tiefen von Nina Chuba, aber wir holen ja einiges auf. Ich finde, Tiefen ist ein bisschen negativ behaftet, oder? Wir gehen auf jeden Fall in den gesamten Musikkatalog von Nina Chuba weiterhin rein. Es ist nicht mehr viel da, was wir uns noch zusammen hier anhören werden, aber... Wie gesagt, wir werden uns alles anhören von ihr, bis ihr Album rauskommt. Und Junge, ich sag's oft, ja, aber wir haben Elif-Album, was kommt. Wir haben Nina Chuba-Album, was kommt. Wir haben potentially Shireen, Bad Moms J, die dieses Jahr noch was droppen könnten. Wir haben so viel Stuff, der am Kommen ist. Iliver sind wir gerade auch am Aufholen. Wir sind noch, Dings. Boah, hallo, warum kann ich gerade nicht denken? Lina, danke. Lina am Aufholen. Wir haben so viel, was noch zu aufholen ist, so viel, was noch kommt. Ich freue mich einfach. Wir sind jetzt wieder am Start mit einem wunderschönen Song potenziell von Nina. I Can't Sleep. Das ist ein Bild von ihr als etwas kleineres Kind, denke ich mal. Wie alt wird sie da sein? Ich bin sehr schlecht im Alter schätzen. Das merke ich sehr oft. Ich würde sagen, diese Person auf diesem Bild ist 3 Jahre alt. 3 Jahre? Kommt hin, oder? Ich weiß es nicht genau. Sie erinnert mich irgendwie voll an Mowgli. Wisst ihr, an Mowgli hier? Oder? So ein bisschen. Habe ich irgendwie direkt weit bekommen. I Can't Sleep. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Und ich hab in letzter Zeit Einschlafprobleme. Aber ich glaube, das liegt, wo ich das hier gerade auch sehe, an meinem erhöhten Koffeinkonsum wahrscheinlich einfach. I guess. Würde Sinn machen. Gut, Freunde. Wir gehen rein. Let's go. It's so far away. This tiny thing called entropy. The end of all you felt. You can't sleep. Boah, ey, diese Betonung von You can't sleep oder beziehungsweise diese Stimmfarbe da ist sehr, sehr angenehm gewesen. Sleep. Wie sie das so langzieht ein bisschen. And I can't lie to you like all the grown-up people do. The clock stops, people go. If I could lock up light in your little heart, keep your innocence of the deep down dark. Das ist wieder so ein Song, den ich Leuten gerne zeigen würde, die sie nur durch Wildberry Lillet kennen und abgestempelt haben. Wisst ihr, als, ah, die macht so eine Musik. Nee, das ist nicht Nina Chuba. Also das, Wildberry Lillet ist auch ganz toll Nina Chuba. Aber das ist auch Nina Chuba. Oh mein Gott, und dazu dieser Beat. Wow. Damn, das ist so ein schöner Song. Das ist so ein Song, nachts nach Hause fahren, du hörst den Song. Wirklich, wirklich, dieser ein bisschen High-Tempo-Beat, so sag ich mal, und dazu aber so diese sehr ruhige, geflüsterte Stimmfarbe fast schon. Ich habe auch so ein bisschen, das ist, wirkt auf mich so sehr wie so ein Comfy-Song. So ein sehr comfy, kuscheliger, angenehmer Song irgendwie, weiß ich nicht. Oh, if I could save you from the fear of yesterday, from what would go and what would stay, it wouldn't change a thing. Boah, der ist so schön. Der Song ist halt so schön vom Vibe her. Der ist halt super ruhig und super. Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich connecte mich sehr mit dem Song gerade, mit dem Feeling. Auch wirklich sehr, sehr, das heißt, bei solchen Lyrics immer schwer zu sagen, wenn man sagt, oh, es sind schöne Lyrics, so wenn sie darüber redet, dass sie versucht, so alles zu vergessen, indem sie viel trinkt, aber sie es nicht vergessen kann quasi.
Aber wisst ihr, wie ich meine? So, es ist so sehr. Ja. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Boah, das hört sich schön an. Holy shit. In the dead of night, I'll be here by your side. Ghosts don't sing, so you know that I'm alive. Wow. I still get the dreams and the feeling of doom. I don't wanna frighten you, the pills that lie to you. You can stop the time when it's time that you go. Das ist irgendwie noch so ein anderer Vibe, wenn man auch so das Kinderbild von ihr hier sieht nochmal so. There's no God, but it's better you know. Wow. Crazy, Mann. Der war vom Vibe her so richtig. Ich weiß nicht warum, aber das hat sich ein bisschen angefühlt, als ob der Song mich in die Arme nimmt. Und ich möchte auch den Song in die Arme nehmen. Ich sag's, wie es ist. Voll der schöne Vibe, voll der schöne persönliche. Angenehme Vibe irgendwie. Ich habe voll die ganze Zeit das Verlangen gehabt, so meine Augen zuzumachen und so, wisst ihr, so den Song zu hören hier. Aber das will ich euch natürlich auch nicht antun. Weiß ich nicht. Voll schön. Es ist super schwer zu sagen. Es hat mich aber auf jeden Fall gecatcht, weil ich auch diese Art von Stimme bei ihr sehr gerne mag, wenn sie so sehr ruhig und so. Wisst ihr, das ist halt das Krasse bei ihr. Sie ist so wandelbar irgendwie. Ich freue mich wirklich auf die Songs, die wir jetzt noch haben, gerade weil wir jetzt halt im Englischen gefühlt noch mehr Variation haben werden, als vielleicht auch beim kommenden Album, weil man einfach auf Englisch natürlich auch nochmal mehr machen kann. Oder ich sie auf Englisch bis dato halt noch nicht so krass gehört habe, ist es für mich immer nochmal so krass, okay, so das kann sie jetzt alles im Englischen so machen. Ich freue mich super drauf, ich bin sehr, sehr gespannt, auch aufs Album logischerweise. Wir werden reinhören ins neue Album, aber erstmal ins alte. Vielen Dank, dass ihr am Start seid, es freut mich sehr, Freunde, wir sehen uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt so fresh und gut aussehend wie immer natürlich und ciao.